Hier. Letztes Wochenende bin ich den Great 10K gelaufen. Tja, was bei einem 10-Kilometer-Lauf alles schiefgehen kann, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Aber vorher muss ich noch ein bisschen nostalgisch werden, denn ich habe ein neues Intro erstellt und werde jetzt hier das alte Intro, meinen alten Videotrailer von den Laktatintolerant-Vlogs, das letzte Mal abspielen. Genießt es nochmal mit mir und dann geht's nach dem Intro direkt nach Berlin. Ja, moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal aus der Mutterstadt. Ja, ich bin in Berlin, in meiner Heimatstadt und werde heute spontan den Great 10K mitlaufen in Charlottenburg. 10 Kilometer auf volle Pulle. Ist ein schöner, flacher Bestzeitenkurs quasi. Da ist meine Startnummer. Die werde ich mir jetzt ummachen, den Chip hier an den Schuh, und dann geht es um 12 Uhr auf die Strecke, das ist der Startschuss, und ich werde sicherlich noch den einen oder die andere treffen. Ja, ich habe hier seit 2018 meine Bestzeit zu stehen, 38 Minuten und 42 Sekunden, und werde versuchen, heute das Ganze zu unterbieten, und natürlich nehme ich euch auch mit, wie immer. Schloss Charlottenburg. Also, hier ist das Ziel, und für mich wird das Ziel heute sein, natürlich so gut wie möglich aus dem Startblock zu kommen. Ich will versuchen, in einer Sub-4er-Schnitt die ersten 2 Kilometer zu laufen, so 3,55, und dann zu schauen, wenn es gut geht, dann gehe ich noch ein bisschen runter auf die 3,50, auf meine Bestzeit-Pace, und wenn nicht, dann laufe ich das Ding hier einfach auch so gut wie möglich durch. Ich versuche, die Kamera mitzunehmen und auch ein bisschen zu filmen, jetzt auf der Strecke gleich. Es wird natürlich knallhart sein, die Kamera dann noch zu führen bei dem Tempo, weil das ist bei mir all out, und bin ich mal gespannt, wie die Bilder so werden. Lass uns mal noch ein bisschen warm laufen, die Sachen wegbringen hier, so den Dropbacks, und ja, dann geht es auch schon kurz vor 12, viertel vor 12 in den Startblock. B1, heute genau hinter der Elite. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen schneller die Zeit angegeben, als ich eigentlich laufe. Kommst mit aufs Video, ob du willst oder nicht? Schau mal. Jo, grüß dich! Na? Ach, wie hast du denn mit dem? So, ich bin bereit. Ich hau mir jetzt noch einen Gel rein hier, und dann baller ich hier die 10 Kilometer weg. Am allerfeinsten. Hier gibt es nachher die Zielverpflegung. Berliner Pilsner ist schon seit Jahren Sponsor hier. Kann man noch ein schönes Bier reinhauen nachher. Mal gucken. So, ich gehe jetzt noch zu meinem alten Lauftreff LT Bernd Hübner hier zum Fototermin am Schloss. Muss mich beeilen. Ach, schön.
schönste Kamerad. Der schönste Kamerad. Familienbesuch für Manne. Bitte schön.
Eine Bergdicke. Und, war gut? Danke. Der Zug hat keine Bremsen. Und wie war's? Gut. Ja. Hat den neuen Pass 54-24. Ja, prima. Hast ein paar Bettzeiten heute. Ja, ein paar haben schon gratuliert. Ja, die waren wohl dran. Ja. Ja. Danke euch. Danke, danke. Haben wir wieder Wallstuff oder so mit auf Wallstuff? Ja, 41 Minuten. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit der Zeit. Ich bin zu schnell aus dem Block losgelaufen. Genauso wie ich es eigentlich nicht machen wollte. Ich kann eigentlich 10 Kilometer gut pacen normalerweise. Weiß auch, was ich angehen wollte. Ich wollte eine 3,55 angehen als Pace. Wie gesagt, und am Ende war es dann fast eine 3,35. Ist natürlich viel zu schnell. Ich war sofort offen. Mein unterer Rücken hat geschmerzt. Ich habe dann am Ende auch Seitenstechen gehabt, viele Kilometer, musste rausnehmen. Dann hat mich zum Glück Manne auch noch ein bisschen mitgenommen, ein bisschen mitgezogen. Und die letzten 3 Kilometer waren dann einfach nur noch wieder irgendwie so ein bisschen Gequälerei. Und das ist schade, aber wieder mal schuldeigene. Egal, es war trotzdem ein wunderschöner Tag zum Laufen hier in Berlin. Ich habe viele coole Leute wieder getroffen nach langer Zeit. Und das hat mich sehr gefreut. Also schöne Grüße an euch alle, gute Erholung und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, ihr habt es gemerkt, meine Laune war direkt nach dem Lauf etwas mies. 40 Minuten und 35 Sekunden sind für mich auch ein miserables Ergebnis, wenn ich eigentlich auf Bestzeitenkurs angelegt war. Sei es drum, jetzt 1-2 Wochen nach dem Lauf konnte ich das alles nochmal Revue passieren lassen. Hab gemerkt, ich habe 3 große Fehler begangen, wenn es darum geht, eine 10 Kilometer Bestzeit zu laufen. Und die sind zum ersten, dass ich mit einer viel zu großen Erwartungshaltung rangegangen bin, viel zu leichtfertig. Ich dachte, na so 10 Kilometer Bestzeit, die knall ich ja im Moment super locker weg, weil ich auch ziemlich gute Trainingszeiten vorher hatte. Dass es aber dann doch so hart wehtut, die Pace, das hat mich innerhalb von 2 Kilometern auch schon ganz schön mürbe gemacht. Und dann war für mich eigentlich das Rennen nach 2 Kilometern schon vorbei. Es kamen Seitenstechen dazu, es kamen Rückenschmerzen dazu. Bei der Pace. Ich war einfach nicht gut genug darauf vorbereitet, mental. Zweite Sache natürlich auch, das direkte Tapering vorm Wettkampf ist eigentlich ausgeblieben. Ich bin die Nächte vorher nicht wirklich früh ins Bett gekommen und vielleicht war auch das eine oder andere Bier im Spiel. Das heißt, auch da muss man einfach strikter sein. Natürlich, wenn ich in die alte Heimat fahre, ein paar Freunde treffe und so weiter, dann ja, will man ja auch mal ein bisschen mit denen zusammen feiern und die Zeit genießen. Punkt 3 ist natürlich die Kameraführung, die das Ganze fast unmöglich macht. Also ich verliere sicherlich 20 bis 30 Sekunden fürs Filmen, wenn es mal reicht. So richtig abschätzen kann ich es nicht, aber ja. Es war natürlich schwierig, dann immer wieder die Hand hochzuhalten, anzumachen, zu gucken, ist die Kamera jetzt. Da hat man einfach bei so einem All-Out-Lauf einfach nicht mehr den Kopf für und man verliert sicherlich die ein oder andere Sekunde, wo man sich hätte auf die Strecke fokussieren müssen. Ist ganz klar. Allerdings möchte ich dich auch gerne öfter mal mitnehmen auf die Strecke, auch bei so einem 10-Kilometer-Lauf, auch bei einem 5-Kilometer-Lauf oder sowas, wo ich wirklich eigentlich fokussiert schnell laufen muss. Und ich denke, die Videos machen auch richtig Spaß, weil die sehr actionreich sind und weil man da auch viel mitnehmen kann am Ende. Und wenn du was mitnehmen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und du kennst das Spiel. Hier unten ist der Abonnieren-Button, kostet nichts. Einfach mal raufklicken und schauen, was noch so für Videos reinkommen. Ja, mein Intro hast du am Anfang gesehen. Damit war es das letzte Mal. Ich hoffe, du konntest es nochmal genießen.
Und jetzt stellt euch ein auf mein neues Intro. Ich freue mich sehr, euch das zu zeigen. Es beginnt jetzt da quasi für mich auch eine neue Ära. Es sind jetzt schon 3 Jahre, in denen ich Videos mache und ich freue mich auch wirklich immer, Emotionen mit reinzubringen und euch mitzunehmen auf meine Wettkämpfe. Und hoffe auch, dass dir das weiterhin gefällt. Bleib dabei. Und damit verabschiede ich mich mit meinem neuen Intro. Ich freue mich, Leute. Viel Spaß.